Hallo, ich bin Manuel Straube, ich bin Synchronschauspieler, Dialogbuchautor und Dialogregisseur und ich bin unter anderem die Stimme von Martin Freeman seit dem Hobbit. Aber du glaubst doch auch an die eine große Liebe, oder? Mal angenommen, es gibt sie. Warum sollte dann nicht auch alles andere irgendwie vorbestimmt sein? Wie bist du zum Synchron gekommen? Ich habe ein Casting gemacht, war ein öffentlicher Castingaufruf, lief im Fernsehen und mein Opa hat es damals gesehen und hat gesagt, hey, hast du nicht Bock, da mal hinzugehen? Und dann bin ich mit meiner Mama da hingefahren, das war in den Bavaria Musikstudios in der Schornstraße in München und dann haben wir die Tür aufgemacht und dann waren da 100 Kinder oder sowas, das quoll quasi schon raus aus der Tür und ich habe gesagt, ey, komm, lass mal wieder gehen. Und dann sind wir umgekehrt und sind wieder zum S-Bahnhof gelaufen und auf halbem Weg habe ich gesagt, ach, weißt du was, komm, ich gehe da doch mal kurz hin, mal gucken, vielleicht bin ich ja schnell dran. Ja, und das war dann auch relativ, ging ziemlich zügig. Dann musste ich ein bisschen vorsingen und dann wurde ich in einen Nebenraum gebeten, um dann nochmal vorzusingen. Und dann fanden die das ganz gut. Und dann wurde ich irgendwann nach Berlin eingeladen, um dort das finale Casting zu machen. Und das habe ich dann für mich entschieden und dann durfte ich den Film hier aufnehmen. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Ja, auf jeden Fall. Das war das Folgeprojekt quasi nach König der Löwen. Da wurde ich auch für Gesang engagiert. Und dann hat der Regisseur Osman Rageb gesagt, der war dabei bei den Aufnahmen und der hat gesagt, ja, also das klingt schon toll, vielleicht können wir das ja doch auch machen, dass er das spricht, weil es wäre natürlich schöner, wenn das einer macht und so. Und dann hat er mir, ich glaube, ein Gedicht oder sowas vorgelegt, was ich ihm vorlesen musste und dann, weil ich hatte so einen leichten bayerischen Akzent, ich komme ja eben aus München und dann hat er gesagt, oh, das ist aber gut und dann haben wir das aufgenommen. Das hieß Die Schelme von Schelm, das war so ein Zeichentrickfilm damals, ganz süß gemacht und da habe ich dann eben sprechen und singen dürfen zum ersten Mal. Du kommst aus einem musikalischen Elternhaus. Wie genau sah deine Kindheit diesbezüglich aus? Ich habe viel Zeit mit meinen Eltern im Studio verbracht. Also die haben natürlich gerade auch so 70er, 80er haben die eben auch sehr viel Background gesungen für ja auch internationale Projekte. Und ich war sehr viel im Studio dabei, im Musikstudio. Und ja, da habe ich sehr viel mitbekommen und habe dann auch selber, also auch schon vorm Synchron eben im Musikstudio ab und zu mal was gesungen. Und ja, so. Meine Mama hat klassischen Gesang studiert und Klavier und mein Papa ist auch sehr musikalisch. Also der hat auch in Bands gespielt und gesungen und alles Mögliche. Und genau, das habe ich so mitbekommen als Kind. Wie wichtig ist Musikalität im Synchron? Sehr wichtig. Musikalität ist insofern wichtig im Synchron, als das Gehör natürlich eine große Rolle spielt, wenn man etwas abnehmen muss. Ne? Man versucht ja das alles immer nicht nachzusprechen, sondern wirklich zu interpretieren. Dennoch muss man sich an Lautstärke, an Haltung, an gewisse Melodien und so weiter halten. Dementsprechend ist das sehr wichtig, dass man das gut hört und Rhythmusgefühl ist halt auch sehr wichtig, weil man muss Pausen einhalten, man muss einfach eine gewisse Länge ausfüllen. Und das ist definitiv von Vorteil, wenn man musikalisch ist. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Martin Freeman? Da wurde ich zu einem Casting eingeladen für den ersten Hobbit-Film und ich war im Urlaub und dann meinten die, ja, ich muss unbedingt direkt aus dem Urlaub, dann muss direkt dahin und dann Casting sprechen und so. Und ich wusste aber nicht, um welche Rolle es sich handelt. Ich habe gedacht, vielleicht ist es ein Zwerg oder sowas, ich keine Ahnung, und bin da hingekommen, völlig unvorbereitet natürlich. Und dann haben die gesagt, ja, du sprichst hier auf Martin Freeman vor. Und ich so, okay, ja. Kann man mal machen, ist natürlich ein bisschen älter als ich und so. Ich kannte ihn ja schon seit Per Anhalter durch die Galaxis. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn ihr das so haben wollt, dann probieren wir das aus. Und dann haben die mich genommen, war ich natürlich verwundert. Ich habe mich schon wohlgefühlt auf der Rolle, aber ich habe gedacht, ja, vielleicht bin ich doch zu jung. Und dann haben wir das gemacht und dann habe ich die drei Hobbit-Filme gesprochen, zwischendrin mal einen anderen noch da rein und so weiter. Und dann ging es eigentlich auch nach dem Hobbit immer weiter. Und dann habe ich diesen Marvel-Film gemacht, diesen Civil War. Und ja, und seitdem war ich es eigentlich immer. Was schätzt du an seinem Spiel? Ich mochte ihn, wie gesagt, schon vorher sehr gerne, bevor ich ihn gesprochen habe, weil er einfach so, er hat was sehr Flinkes, er hat was sehr Helles im Kopf und so weiter. Er kann sehr viele verschiedene Rollen spielen, also er eignet sich hervorragend für Bösewichter, aber er spielt natürlich auch ganz toll diese Comedy-Sachen. Das macht er ganz hervorragend und das mag ich sehr gerne, weil er macht sehr viele Pausen. Er spricht so die Sätze meistens so ein bisschen irgendwie in die Richtung und dann
so eine Pause und dann wieder so. Also das finde ich einfach so, das entspricht sehr meiner Vorliebe auch, was ich so für Rollen spreche. Deswegen hat mir das immer sehr gut gefallen, wie er spielt. Dein Lieblingsfilm mit Martin Freeman? Schwierig. Also die Hobbit-Filme waren schon ganz toll. Also auch eine sehr, sehr tolle Arbeit war mit Katrin Fröhlich eben dann das zu machen. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt gerade einen gesprochen, Ghost Stories hieß der. Der ist letztes Jahr rausgekommen. Das war so von ihm eine Rolle, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Der Film ist nicht so ganz bekannt, aber das ist sehr toll, weil das ist so eine, wie gesagt, eine Geistergeschichte und Episodengeschichte und da hat er so einen Typen und das ist alles so ein bisschen diffus und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ansonsten ist es eigentlich immer schön, ihn zu sprechen. Das sind immer sehr besondere Rollen. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Ed Skrein? Den habe ich zum ersten Mal bei Game of Thrones gesprochen. Da hat er diesen Dario Naharis, ich weiß nicht, zweite, dritte Staffel oder erste sogar, hat er gespielt. Und dann wurde der aber leider schon nach 2, 3 Folgen oder so umbesetzt. Also nicht ich, sondern Ed Skrein wurde umbesetzt. Das hat dann ein anderer gespielt. Und dann haben sie natürlich auch die Stimme umbesetzt. Und dann habe ich den bei 2, 3 kleineren Filmen gesprochen. Und dann kam irgendwann mal Deadpool. Und das war, glaube ich, so das Größte, was ich bisher gemacht habe mit ihm. Ja, und dann immer mal wieder. Jetzt zuletzt durfte ich ihn nicht sprechen, leider, weil da war ich im Urlaub und dann musste ich ihn schweren Herzens abgeben, aber das ist halt manchmal so. Wirst du oft auf einen bestimmten Typ Schauspieler oder Rolle besetzt? Ja, ich spreche sehr viele komödiantische Sachen, ich spreche auch sehr viele böse. Immer, also das macht mir aber auch am meisten Spaß. Das gibt halt auch immer sehr viel her. Ja, ansonsten ist es immer mal so ein bisschen, sag mal, etwas korpulenterer mit Bart. Ja, passt anscheinend ganz gut. Also das ist, wie gesagt, komödiantisch und böse. Und ich mag auch sehr gerne Arthouse-Filme. Das mache ich auch sehr gerne. Also wenn es ruhig ist, wenn es so, ja, im Prinzip je schwieriger, desto besser, weil die Motivation ist dann sehr groß und ich habe dann auch total Bock, mich da rein zu pfriemeln und dann einfach diese ganzen Nuancen zu erarbeiten. Das macht mir sehr viel Spaß. Was ist das Besondere am Synchron? Ich würde sagen, man kann einfach in ganz viele verschiedene Rollen schlüpfen, ohne jetzt ein bestimmtes Aussehen zu haben oder das ist glaube ich das Spannende, dass du mit deiner Stimme, nur mit deiner Stimme so viele verschiedene Charaktere ausfüllen kannst. Das ist das, was mich so extrem reizt daran. Leidest du bei deinen Rollen mit? Definitiv. Also gut, kommt natürlich drauf an, wenn du jetzt mal irgendwie der Mörder in einer Folge Law and Order bist oder sowas und du hast halt mal irgendwie 60 Takes, dann ist es ein bisschen schwieriger, sich da so rein zu versetzen, als wenn man wirklich jetzt einen tollen Kinofilm macht, wo du dann auch sehr präzise arbeitest. Und dann ist es so, wenn jemand weint oder so, dann, ja, doch, das geht mir dann schon nah. Dann versuche ich das auch wirklich zu fühlen und nicht einfach nur nachzumachen. Du leist auch weniger bekannten Schauspielern wiederholt deine Stimme. Gibt es da jemanden, von dem du Großes erwartest? Das ist immer schwer einzuschätzen. Also die sind natürlich sehr oft sehr, sehr gut und dann kommt auf einmal gar nichts mehr von denen aus irgendeinem Grund. Also einer, den ich sehr, sehr gerne spreche, ist Ravi aus iZombie. Der heißt Rahul Kohli, genau. Und den habe ich auch schon mal bei einer anderen Serie mal gesprochen in einer Episode und den finde ich richtig gut. Also der ist auch sehr komödiantisch, der spielt aber auch die ernsten Sachen sehr, sehr gut und den würde ich mir wünschen, eigentlich öfter sprechen zu können, aber der hat noch nicht so viel gemacht. Im neuen Aladdin-Film hast du die Gesangsparts des Genie übernommen. Wie kam es dazu und wie war's? Da hat mich als erstes Tommy Amper angesprochen. Wir arbeiten ja viel zusammen und diese Geschichte, obwohl es überhaupt nicht so klingt, war eigentlich ganz naheliegend. Wie gesagt, da könnte man jetzt sagen, so was, warum? Jan Odle, Manuel Straube und so weiter. Und das Ding ist halt einfach so, ich habe vor Jahren, das ist wirklich über 10 Jahre her oder so, hat mal jemand zu mir gesagt, du klingst manchmal ein bisschen wie Jan Odle. Und dann habe ich gedacht, okay, weiß ich nicht. Und dann irgendwann habe ich das entdeckt, dass es tatsächlich manchmal so ist. Nicht unbedingt das Timbre, aber so gewisse Sachen, das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung noch Prince of Bel-Air oder sowas, dass man da so vielleicht so ein paar Parallelen ziehen könnte. Naja, und dann habe ich irgendwie, natürlich über die Jahre wird man auch etwas tiefer und so und man nähert sich etwas an. Und dann kamen die auf mich zu und meinten so,
mach das doch mal. Versuch den mal zu machen. Dann haben wir zuerst das Casting, ist ganz witzig, da haben wir zuerst das Casting ein bisschen normaler gemacht. Und dann hat Axel Malzacher, der Regisseur, mich gebeten, das Casting nochmal zu machen und etwas mehr den Jan zu imitieren. Und dann habe ich natürlich ein bisschen gedacht, oh, okay, ob der das so cool findet, wenn ich ihn jetzt einfach nachmache. Und dann haben wir das gemacht und dann war ich selber total erstaunt, wie nah es rankam. Also zumindest für mich. Und dann habe ich das Casting bekommen und dann haben wir es bei Tommy aufgenommen und haben wirklich sehr präzise gearbeitet. Ich hatte Anschlüsse, die von Jan aufgenommen waren, schon mit Axel in Berlin. Wir haben das in München gemacht und wir konnten halt reinhören, wie er klingt am Ende seines Satzes, in Übergang quasi von meinem Song. Und haben versucht, das wirklich so genau wie möglich zu erarbeiten. Und ja, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Mich hat dann Jan an seinem ersten Aufnahmetag, hat er mich angerufen und musste Pause machen. Hat er gesagt, ich muss mal kurz telefonieren, und ist rausgegangen und hat mich angerufen und hat mir gesagt, wie schön er es findet. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil er fand es nicht blöd, dass ich das gemacht habe, sondern er hat sich gefreut, dass er jetzt quasi einfach singt auf einmal. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Stewie Griffin aus Family Guy? Das war damals, wir machen das ja, glaube ich, seit 17 Jahren oder sowas. Da war ich 17 oder 16. Und da haben wir auch wieder ein Casting gemacht. Iva Kombrink hat das damals noch aufgenommen. Und hieß damals, das ist die Nachfolgeserie quasi von den Simpsons, irgendwie die legitime. Und ich kam dann dahin und für mich war das, ich habe das noch gar nicht richtig verstanden, den Humor irgendwie. Ich habe das schon, also inhaltlich schon verstanden, aber das war jetzt im ersten Moment noch nicht so mein Ding. Ich fand es witzig, aber nicht so auf die Art, wie ich das heute witzig finde, natürlich, mit 17. Und wir haben dann auch so ein bisschen was anderes gemacht, weil wir halt dachten so, ja, Zeichentrick, lustig. Bisschen hey und keine Ahnung. Naja, und dann hat das irgendwann Matthias von Stegmann übernommen, glaube ich, ab Staffel 3 oder sowas. Iva ging es ja damals schon nicht so gut. Der ist dann auch relativ früh danach gestorben, glaube ich. Und dann hat der Matthias ja Simpsons und Family Guy übernommen. Und dann, genau, und dann hat er das eben 2-3 Jahre später oder so, hat er das genauer herausgearbeitet, wie diese Rolle einfach ist. Ich habe dann eben normaler gesprochen. Und wie gesagt, je älter ich geworden bin, desto genauer habe ich mich auch an das Original gehalten, weil ich es einfach viel zu gut finde und viel zu schade, wenn man es irgendwie macht. Sondern ich habe dann wirklich versucht, auch die ganzen kleinen Feinheiten zu treffen. Und das, also heute, das ist Family Guy, auch wenn es nicht so oft im Jahr ist, aber es ist meine Rolle, die will ich eigentlich sprechen, bis ich nicht mehr kann. Hast du schon mal von Stewie geträumt? Ja, das kommt vor, auf jeden Fall. Also es gibt ja sehr intensive Szenen. Es gibt Folgen, die fast nur über Stewie gehen oder mit Stewie und Brian oder sowas, und die sind im Studio dementsprechend auch natürlich intensiv zu bearbeiten, weil man da so drin ist irgendwie. Und das ist auch gar nicht immer lustig. Das ist manchmal auch gesellschaftskritisch oder irgendwas in der Form, also auch wirklich ernst und so. Und das beschäftigt einen dann insofern natürlich auch, als man das dann nachts mal mit in den Schlaf nimmt. Habt ihr am Anfang von Family Guy noch zusammen aufgenommen? Family Guy haben wir tatsächlich nie zusammen aufgenommen, glaube ich. Zu der Zeit allerdings gab es schon Projekte noch, die wir gemeinsam im Studio gemacht haben. Was ist der Unterschied zwischen Trick- und Realfilmsynchron? Das kommt immer auf die Art des Tricks an, im Prinzip. Also wenn das jetzt Anime ist oder sowas, es gibt schon Projekte, wie gesagt, da arbeitet man etwas zügiger, da arbeitet man etwas schneller einfach mit dem ganzen Ding, weil es halt schnell ausgeliefert werden muss, wie auch immer. Wenn das jetzt natürlich ein Animationsfilm ist oder ein Zeichentrickfilm, der ins Kino kommt, es gibt ja auch tolle Anime-Filme, die im Kino waren und so weiter, dann arbeitet man da auch genauer, also man lässt sich etwas mehr Zeit. Und klar, bei Animation ist es so, heute so natürlich, dass es auch lippensynchron sein muss, weil die halt Lippen haben, die Figuren. Und früher war das natürlich nicht. Bei Zeichentrick wiederum fällt das natürlich weg. Dennoch, kommt auf die Art des Projektes an. Ich glaube, dass es wirklich Zeichentrickfilme gibt, die man genauso akribisch bearbeiten muss, als wäre es ein Realfilm. Bei Real, wie gesagt, ist halt die Schwierigkeit natürlich, dass es einfach lippensynchron ist und immer vom Gesicht des Schauspielers kommen muss. Also alles, was du spielst, muss einfach zu der Haltung des Schauspielers passen, weil sonst klingt es so, als würde der gevoice-overt werden. Du führst auch Synchronregie und schreibst Dialogbücher. Welche Projekte waren eine Herausforderung? Ich habe gerade Tolkien gemacht, diese Biografie über J.R.R. Tolkien. Die war insofern ganz anspruchsvoll, als da
so ein bisschen Poesie auch vorkam, also wirklich Sachen in Versmaß, teilweise gereimt, teilweise nicht gereimt, aber man musste eben dieses Versmaß einhalten und dann kannst du natürlich nicht, wenn der im Original sagt, Pale Hands and Faces, kannst du natürlich nicht das Wort für Wort übersetzen, roh übersetzen, sondern du musst natürlich eine Entsprechung finden, die einfach rhythmisch oder vom Metrum her reinpasst. Und das war natürlich anspruchsvoll. Dementsprechend, also das ist, glaube ich, so, diese Kunstfilme sind in der Regel fast anspruchsvoller als die richtigen Blockbuster, weil wenn du jetzt, weiß ich nicht, wie Kingsman 2 oder so, den habe ich gemacht, so schön, weißt du, gib ihm und so, das ist vermeintlich einfacher, es ist auch nicht einfach, weil man muss ja genau arbeiten, aber diese Kunstfilme mit den leisen Tönen und mit den inhaltlichen Schwierigkeiten sind dann schon etwas herausfordernder. Synchronregie, Dialogbuch, Synchronsprechen. Was machst du am liebsten? Schwer zu sagen. Alles hat seinen Reiz. Also ich singe wahnsinnig gern. Wie gesagt, Rollen wie Genie machen mir unfassbar viel Spaß, weil das halt viel hergibt fürs Spiel. So, ne? Und die Balladen sind auch schön, aber das ist, wie gesagt, sowas wie Genie, das mache ich am allerliebsten. Und dann kommt es immer drauf an. Also wenn die Rolle toll ist, dann spreche ich unglaublich gerne. Also das macht wahrscheinlich mit am meisten Spaß. Und die Regie, an der gefällt mir einfach, dass man mit den verschiedensten Charakteren zusammenarbeitet. Ne? Also du musst mit jedem anders sprechen. Da kommt dann einer, der ist so alt wie du, dann kommt einer, der ist ein Kind und dann kommt einer, der ist 30 Jahre älter als du und du musst mit allen irgendwie umgehen. Und dieses Menschliche, dieses auch Psychologische, das reizt mich sehr an der Regie. Deswegen, also ich kann es nicht sagen, was mir am besten gefällt. Wenn es ausgewogen ist und man von allem etwas hat, glaube ich, ist es das Beste. Gab es Kollegen, von denen du besonders viel gelernt hast? Definitiv. Also für die Regie, sage ich mal, gab es Hartmut Neugebauer in München, von dem ich mir sehr viel abgeguckt habe, aber auch, wie gesagt, von seiner Art, war immer sehr positiv und immer sehr, das hat einfach schon von vornherein dem Schauspieler viel mehr entlockt, als wenn man da vorne steht und so angespannt irgendwie, Schultern nicht locker und so weiter. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Das habe ich mir eigentlich zu Herzen genommen, dass ich das auch so machen möchte, dass sich einfach die Schauspieler bei mir wohlfühlen, weil das ist die beste Basis dafür, dass sie das abrufen können, was sie leisten können. Und beim Sprechen, ja, um Gottes Willen, es gibt unfassbar viele, die ich natürlich bewundere. Also das sind Leute, die gar nicht so viel älter sind als ich und Leute, die viel, viel älter sind oder schon tot sind. Ne? Also das ist klar, das wäre jetzt unfair, wenn ich jetzt einen nennen würde eigentlich, weil es sind sehr, sehr viele und ich glaube, die wissen auch, wenn sie noch leben, dann wissen sie auch, glaube ich, dass ich sie meine. Ist eine Schauspielausbildung für das Synchronsprechen zwingend erforderlich? Zwingend erforderlich ist es nicht. Also es ist halt schwierig. Wie gesagt, ich bin als Kind reingekommen. Ne? Deswegen habe ich diesen Job handwerklich einfach gelernt von ganz vielen tollen Kollegen, damals eben in München vorwiegend. Und das hat einen großen Vorteil, dass man einfach diesen Beruf, der schon sehr speziell ist, also ist es was anderes als Schauspielerei vor der Kamera, weil es einfach auf andere Sachen ankommt. Und da hat man eben dieses Handwerk sehr, sehr viel gelernt. Deswegen ist das natürlich eine ganz tolle Variante, wenn man als Kind anfangen kann. Wenn du jetzt als Erwachsener einsteigen willst, ist es von Vorteil, eine Schauspielausbildung zu haben, weil das schon mal zumindest dieses sich in eine Rolle reinversetzen mitbringt. Das ist für Laien, die jetzt mit dem Job gar nichts zu tun haben, meistens ein bisschen schwierig. Also dementsprechend, aber es gibt großartige Quereinsteiger, die mit 20 oder 25 angefangen haben und ganz hervorragende Arbeit leisten. Also das gibt es auch, wie gesagt, deswegen, man soll es nicht über einen Kamm scheren, aber ich sag mal, es ist von Vorteil, aber nicht unbedingt zwingend erforderlich, weil, wie gesagt, ich habe es auch nicht gemacht. Also ein bisheriger Höhepunkt deiner Karriere? Es kommen immer wieder Höhepunkte. Das ist auch das ist wieder schwer zu sagen. Der Hobbit war für mich eine ganz tolle Geschichte, weil ich da mal wirklich in einem Dreiteiler die zentrale Figur war irgendwie. Das war für mich auf jeden Fall ein Highlight. Und dann sind es immer wieder Sachen, ob das jetzt einfach die Entwicklung von der Regie ist. Am Anfang macht man Serien, dann macht man irgendwann mal einen Film, dann macht man einen Kinofilm, dann macht man einen größeren Kinofilm und so. Und es geht für mich immer noch weiter. Also das ist, wenn mich ein Projekt reizt und ich das dann machen darf, dann ist es, ob jetzt Sprechen, Singen oder Regie oder sowas, dann ist es für mich eigentlich immer wieder ein neues Highlight. Wie stehst du zum Thema Xen?
Also ich glaube, heute hat man sich so dran gewöhnt, dass es fast gar nicht mehr anders geht. Also es geht natürlich anders, aber es ist eine andere Arbeit geworden. Früher war es tatsächlich so, dass man sich gegenseitig auch da wirklich gepusht hat und motiviert hat. Und dann wollte man natürlich auch nicht schlechter sein als der andere, der jetzt gerade den Satz gesagt hat. Dann hast du irgendwie da, hast es verbockt und dann musste man es halt nochmal machen oder neu einsteigen oder wie auch immer. Das war auch so ein bisschen Druck, würde ich sagen. Das hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt ist es schon so lange, dass man es x't, dass es auf jeden Fall eine Umstellung wäre, wenn man es jetzt von heute auf morgen wieder anders machen würde. Ne? Was machst du gerne, wenn du nicht im Synchronstudio bist? Ich mache sehr gerne Musik. Das mache ich aber so gut wie nie, weil ich einfach sehr viel im Synchronstudio bin. So hobbymäßig. Also das ist, wie gesagt, Musik auf jeden Fall. Das ist, ich gucke sehr gerne mal Fußball oder sowas in der Form. Und natürlich jetzt meine Familie vor allem. Das ist, ich habe einen kleinen Sohn und das ist mit meiner Frau ist so, das ist eigentlich das größte Hobby, was ich seit einiger Zeit habe. Eine witzige Anekdote zum Schluss. Ja, da gab es damals, war glaube ich für die FFS in der Schornstraße, haben wir einen Film gemacht und dann hatte der irgendwie im Bild, hatte irgendwas auf, eine Maske oder sowas. Und dafür gibt es halt immer noch so Requisiten, also manchmal gibt es einen Feuerwehrhelm oder einfach nur eine Schüssel oder, na, und in dem Studio gab es halt so eine alte Maske, es ist so eine Loriot-Maske, eine Gummimaske, ne? Und dann hat der Tonmeister gesagt, oh, jetzt musst du die Maske aufsetzen. Und ich habe gesagt so, wie, die Maske soll ich aufsetzen? Das ist doch nicht dein Ernst. Da hat ja schon, weiß ich nicht, hat ja schon Leni Riefenstahl reingespuckt. Und dann hat er gesagt, nee, du musst jetzt die Maske aufsetzen. Und dann habe ich diese Maske aufgezogen und die war relativ eng so am Hals. Und das war, also ich konnte die auch nicht kontaktlos über mein Gesicht ziehen. Und das hat so gemüffelt, das war so eklig einfach. Und ja, das habe ich dann, musste ich dann machen. Das war ziemlich unangenehm.